Sich ja zumindest hier und da die Realitäten einzustellen. Und damit wird es dann gänzlich unlustig, weil auch in der Ukraine kehrt die Realität ein. Und mit dem Tod und dem Leid auch offensichtlich das böse Erwachen bei den Staatssendern in Deutschland. Wir lesen tatsächlich auf dem Tagesschau-Portal einen Bericht von der ukrainischen Front, wo offensichtlich ein Reporter einen Filmregisseur, einen ukrainischen begleitet hat, Oleh Shentso, der jetzt als Soldat dient und hier dann berichtet, wir sind am Ende. Wir sind alle müde, sagt Risch über den aktuellen Zustand der ukrainischen Armee. Wir haben niemanden mehr zum Kämpfen und der Feind wird immer aktiver. Übersetzt bedeutet das, auch die Tagesschau und der öffentlich-rechtliche Staatsfunk in Deutschland sieht ein, dass die Ukraine diesen Krieg blutig verliert. Und es ist tragisch, wie viele Menschen dort sterben mussten. Neuer Wissensstand gibt es kaum darüber, wie es nun steht um die Verhandlungen. Man hört von Selenskyj wohl, lieber Flavio, dass er sich immer weiter von seinen Militärberatern distanziert, dass er Generäle in den Ruhestand schickt oder versetzt, weil sie wohl ihm unangenehme Dinge sagen. Und nach allem, was so durchdringt, scheint Selenskyj der Einzige zu sein, der noch in seinem Bunker sitzt und davon fantasiert, noch gewinnen zu können. Die Frage ist also, wie lange das Sterben noch weitergeht. Auch du wirst nichts Genaues wissen. Ja, also es zeichnet sich immer mehr ab, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann. Genauso wie das auch von vielen kritischen Stimmen auch schon von Anfang an gesagt worden ist. Das ist militärisch gegen diese Übermacht aus Russland einfach faktisch nicht möglich. Das hat auch jetzt Harald Kujat in einem sehr sehenswerten Interview auch nochmal ausführlicher ausgeführt. Und ja, was Selenskyj angeht, das US-Magazin Politico hat jetzt kürzlich zu Beginn dieser Woche Selenskyj als den einflussreichsten Träumer unserer Zeit bezeichnet oder ihn ausgezeichnet, ja. Das von einem westlichen Magazin, ja. Und das trifft, glaube ich, zu. Er ist ein Träumer. Er glaubt bis zuletzt, dass man Russland auf dem Schlachtfeld besiegen könne. Er bekommt natürlich den nötigen Rückhalt von seinen westlichen Partnern rund um die NATO-Partner und federführend damit natürlich Deutschland und damit auch Pistorius und Baerbock, die sich ja bis zuletzt noch dafür einsetzen, dass Russland wirklich auf dem Schlachtfeld geschlagen werden muss. Und ja, ich glaube, man kann mittlerweile, wenn man sich die militärische Situation anschaut, resümieren, dass der Krieg eigentlich mehr oder weniger entschieden ist. Russland rückt sukzessive vor. Die Frühjahrs- oder Sommeroffensive ist gänzlich gescheitert. Das wird sich ja mittlerweile hier auch schon eingestanden von westlichen Führern wie Stoltenberg beispielsweise, der jetzt auch kürzlich meinte eben, dass die Geländegewinne der Ukraine eben doch nicht so groß wie erwartet gewesen sind bei dieser Sommeroffensive jetzt. Und im Zuge dieser ganzen Umbrüche, die wir jetzt gerade erleben, ist davon auszugehen, dass die Ukraine wahrscheinlich wie eine heiße Kartoffel vom Westen am Ende fallen gelassen wird. Man hinterlässt ein traumatisiertes Land. Man hinterlässt Bürger in einem Land, die wirklich zutiefst traumatisiert sind und in Scharen ja auch hier nach Deutschland fliehen. Das ist ja auch einer dieser Kollateralschäden, wie sie oftmals genannt werden. Und ja, es ist ein Trauerspiel und auch dazu wird man jetzt in der nächsten Zeit sehen. Ich denke, dass der Krieg nächstes Jahr wahrscheinlich dann entschieden wird. Die Ukraine werden die Kämpfe ausgehen, Paul, du hast gerade schon erwähnt. Und eigentlich kann am Ende nur noch die NATO sagen, wir greifen da jetzt ein und schicken selber unsere Kämpfer dahin. Aber dann wäre man im offenen Krieg gegen Russland und das wollen sie nicht. Von daher denke ich, dass der Krieg jetzt sich in den nächsten Monaten, spätestens im Laufe des nächsten Jahres entschieden wird. Die Ukraine wird gezwungen sein, mit Russland zu verhandeln. Und ja, der Verhandlungsstand, auf dem sie dann sind, die Verhandlungsbasis ist nicht mehr so gut wie noch im Frühjahr 22. Wir wissen ja, da hatte man schon eine Verhandlungslösung. Das ist mittlerweile ganz offen auf dem Tisch. Und jetzt werden sie große Einbußen machen müssen. Deswegen eine schlimme Tragödie, die man kaum mehr noch auch benennen kann, ja.
Ich möchte auch noch daran erinnern, du hast es gerade gesagt, es gab im Frühjahr 22 eine Verhandlungslösung bereits. Es gab Friedensverhandlungen, die dann durch den Westen in Form von Boris Johnson boykottiert wurden. So einfach ist das. Ja? Mhm. Sie wurden einfach boykottiert. Diese ganzen Millionen von Toten sind völlig unnötig. Im Grunde hat der Westen verhindert, dass es Frieden gibt. Im Grunde kann man auch sagen, dass die gesamte westliche Politik gescheitert ist, was das angeht. Mit den Sanktionen ist sie gescheitert, mit der Deckelung von russischen Energiepreisen, mit der Unterstützung der Ukraine, ja, mit allem. Und jetzt kommt der Katzenjammer. Die ganzen Alliierten haben jetzt eigentlich überhaupt keine Lust mehr, da Geld reinzustecken. Natürlich nur die Deutschen, die braven Soldaten, die wollen weiter Milliarden in dieses ukrainische Grab, muss man leider sagen, werfen. Die Ansätze von Demokratie in der Ukraine, also die Ansätze, die vielleicht da waren, sind auch beerdigt. Es gibt keine Opposition, es gibt keine freie Presse. Jetzt ist bekannt geworden, dass es auch nächstes Jahr nicht keine Wahlen geben soll. Aber Ursula von der Leyen möchte die Ukraine unbedingt in die EU holen. Ja? Also das kommt noch. Also es ist alles krachend gescheitert auf dem Rücken von Millionen Toten. Und schuld sind auch die Bundesregierung, solche Leute wie Norbert Röttgen, Strack-Zimmermann und all diese Kriegstreiber, Kiesewetter, all diese Leute, die Menschen, die Frieden wollten, diffamiert haben und immer zu mehr Krieg aufgerufen haben, während sie mit ihren Ärschen auf ihren Schreibtischsesseln saßen. Das ist schon widerlich. Ja, und ich glaube tatsächlich, so unabwendbar diese Niederlage der Ukraine ist, das Problem oder dieses Handeln wird weitergehen. Die von der Leyen will die Ukraine in die EU holen, weil die EU auf vollem Kurs ist, zu einem Korruptionslevel, das der Ukraine gleicht. Also sie gleicht sich damit letztlich an, dass die EU wird zur Ukraine. Das ist sie schon. Also das genauso korrupt wie dieses Regime dort ist das in Brüssel, das passt zueinander. Und unabhängig davon, dass die Ukraine unabwendbar einer dramatischen Niederlage entgegensieht, wird danach natürlich letztlich mit dem gleichen Ziel der Amerikaner, nämlich dem Ankurbeln der amerikanischen Wirtschaft, der sogenannte Wiederaufbau dort laufen. Der wird genau. Dann bestimmt damit, oder der zu dem gehört dann sicherlich auch, dass da weiter deutsche Panzer gebaut werden und die Front an der Ukraine verstärkt wird. Das Ganze ist ein chronischer Krieg, den man möchte. Man hat einen neuen Kalten Krieg gebaut. Russland wurde zum Dauerfeind erklärt und die Front wird sich dann eben in Zukunft von der Moldau über den Kosovo weiterziehen. Das ist aus meiner Sicht offenkundig. Aber ja, es passt leider auch zum Thema, dass auch die nächste Schwurbelprognose in Sachen Krieg offensichtlich zutrifft. Nicht nur eben in Bezug auf die Ukraine, sondern auch in Bezug auf den zweiten großen Krieg, der derzeit die Medien bestimmt, der nämlich in Israel, zwischen Israel und der Hamas. Da berichtet jetzt die New York Times, so schreibt unter anderem die Bild-Zeitung, dass, Überraschung, Überraschung, Schwurbler hatten es gesagt, offensichtlich Israel schon lange Zeit Kenntnis hatte von den Planungen für diesen Großangriff der Hamas. Unter dem Codenamen Jericho-Mauer hat es dort wohl schon seit Jahren ein 40 Seiten langes Dossier gegeben, was diesen ganzen Vorgang skizzierte. Aber offensichtlich, oder zumindest so die Behauptung der israelischen Behörden, habe man dem keinen Glauben geschenkt. Man hätte es ihnen nicht zugetraut, dass sie derartige Großoffensiven überhaupt planen können, Milena. Das ist ja insofern noch plausibel, dass man sagt, ja, der Fehler wird ja eingestanden. Das ist ja von Anfang an eingestanden worden. Die Israelis haben immer gesagt, unsere Geheimdienste haben versagt. Nun scheint aber doch scheibchenweise zugegeben zu werden, was wir beispielsweise auch von Anfang an sagten. Es macht keinen Sinn, dass sie davon nicht wussten. Sie wussten offensichtlich davon. Ja, sie wussten davon. Ist natürlich schwer zu sagen, ob das so stimmt, dass sie es ihnen einfach nur nicht zugetraut haben. Ich kann mir das schon vorstellen. Ist ja auch, sagen wir mal, einer vielleicht gar nicht so gut durchorganisierten Terrororganisation wie der Hamas, traut man möglicherweise so einen koordinierten Großangriff auch nicht zu. Aber wenn ich so sehe, dass jetzt hat ja wieder nach diesen paar Tagen Frieden und Geiselaustausch, hat ja der Krieg wieder mit voller Macht begonnen. Mhm. Es wird wieder gebombt. Die Hamas schickt auch Raketen rüber. Die hat gestern in Israel ein Blutbad an einer Bushaltestelle verursacht. Die Israelis werfen Bomben auf Gaza. Also es geht so weiter und es geht weiter mit diesen archaischen Gefühlen wie Hass und
Rache. Darum geht es. Nur das ist natürlich am Ende niemals zielführend. Und ich sehe nirgendwo tatsächlich eine echte Strategie außer Vernichtung. Auf beiden Seiten. Ja, das ist der Geisteszustand sowohl der Palästinenser oder besser gesagt der Hamas als auch der Israelis. Das ist Hass und Rache. Und daraus kann nichts Gutes folgen, außer halt sehr, sehr viel Tod. Und was ich bisher immer noch vermisse, ich habe es letzte Woche schon mal kurz gesagt, das sind irgendwelche Global Player, die sich nicht reflexartig auf eine Seite werfen und für alle als Verhandlungspartner, also ein bisschen größer als Katar, die für alle als Verhandlungspartner akzeptabel sind. Denn auch da kann es nur in irgendeine Form in Verhandlungen geben. Wo soll das denn sonst enden? Ja, man kann natürlich immer weiter bomben, aber bis alle tot sind, das kann es ja auch nicht sein. Tja, die Situation ist letztlich aus meiner Sicht genau wie die in der Ukraine, egal wie man dort darauf hinweist, dass das Unterlassen des weiteren Krieges besser wäre, wird man einer Seite zugeschlagen. Man ist dann entweder ein Feind Israels oder im Fall der Ukraine ein Putin-Freund. Man sagt, das war ja unabwendbar und es ist letztlich die gleiche Situation. Ein deprimierendes, aber doch ein unumgängliches Fazit für diese Woche, mit dem ich euch nur zurufen kann, was ich schon viel zu lange sagen muss. Wie auch immer dieses Regime davon abzulenken sucht, die erfundene Pandemie, der menschengemachte Klimawandel und auch die Mehr vom bösen Russen sind nichts als Lügen und politischer Terror gegen die Menschlichkeit. Der wird nicht enden, bevor wir ihre Betreiber nicht endlich aus den Ämtern gejagt haben. Wer unser Grundgesetz bejaht und die offene Demokratie, für die es steht, der muss jetzt aufstehen, erst recht, wenn er Uniform trägt oder diesem Staat ein Amt innehat. Lasst die Angst los, schmeißt alle Nachweise weg und verweigert den Terroristen heute wie in Zukunft jeden Gehorsam. Ruft ihnen die Wahrheit ins Gesicht, wo immer ihr sie antrefft. Kommt in Frieden zusammen mit all den Menschen, die nicht vorab nach Beweisen eurer Ungefährlichkeit fragen. Nutzt jede Gelegenheit zum Kontakt mit denen, die euch gut tun, denn genau dafür ist das Leben da. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das interessante Gespräch, Flavio von Witzleben und Milena Preradovic.